Das Geheimnis von Archimedes. Sie merken schon, da die Zuschauerzahlen meiner Videos rapide sinken, versuche ich es wieder mit Clickbait. Es wird tatsächlich auch um ein Dokument gehen, das fast ein Jahrtausend verschollen war und das eine Art Geheimnis enthüllte. In erster Linie ist dies jedoch ein Video über einen Teil der Ideengeschichte der Analysis. Das zentrale Thema werden verschiedene Arten und Weisen sein, Flächen oder Volumen zu berechnen. Der Einfachheit halber werden wir uns durchgehend auf eine bestimmte Fläche konzentrieren, aber im wirklichen Leben ging es eher um dreidimensionale Körper und deren Volumen. Außerdem werde ich moderne Schreibweisen und Bezeichnungen verwenden. Es geht mir nicht so sehr um eine historisch korrekte Darstellung, sondern um den Vergleich verschiedener Konzepte. Als Standardbeispiel für das Video betrachten wir die Ermittlung der Fläche unter einer Parabel, konkret die Fläche unter der Normalparabel von 0 bis 1. Heutzutage ist das ein Kinderspiel und man lernt das bereits in der Schule. Man berechnet einfach das entsprechende bestimmte Integral und kommt auf das Ergebnis 1/3. Dahinter steckt aber natürlich eine lange Entwicklung. Was herauskommt, wusste bereits vor über 2000 Jahren Archimedes. In einer seiner bekanntesten mathematischen Arbeiten gab er ein allgemeines Verfahren an, um die Fläche von Parabelsegmenten zu bestimmen. Wir haben also wie in dieser Skizze ein beliebiges Stück einer Parabel, verbinden die beiden Endpunkte mit einer Sehne und sind an der grauen Fläche interessiert. Archimedes legte nun die Tangente an die Parabel, die parallel zur Sehne ist. An dieser Stelle weise ich zum ersten und letzten Mal darauf hin, dass man natürlich mit so einem Übersichtsvideo der Originalarbeit nicht gerecht werden kann. Im antiken Griechenland musste alles geometrisch konstruktiv bewiesen werden. Hier also beispielsweise das und wie man die Tangente erhält. Das hat Archimedes natürlich gemacht oder gegebenenfalls auf Vorarbeiten anderer Mathematiker verwiesen. Er hat nicht einfach etwas hingezeichnet, so wie ich das gerade mache. Für den nächsten Schritt mache ich einen Zeitsprung ins 17. Jahrhundert und verwende die Koordinaten der analytischen Geometrie, die unter anderem von René Descartes entwickelt wurde. So hätte Archimedes sich nicht ausgedrückt, aber er bewies jedenfalls, dass eine zur vertikalen Achse parallele Linie durch den Punkt, an dem die Tangente die Parabel berührt, die Sehne halbiert. Mit Koordinaten heißt das, dass der Berührpunkt der Tangente die erste Koordinate x plus y halbe hat, wenn die Endpunkte der Sehne die ersten Koordinaten x bzw. y haben. Nun betrachtete Archimedes das Dreieck, das als Ecken diesen Berührpunkt sowie die Sehnenendpunkte hat. Und er bewies, dass die gesuchte Fläche genau 4/3 der Dreiecksfläche ausmacht. Dieses Ergebnis ist unter dem Namen Quadratur der Parabel bekannt geworden. Und damit lässt sich insbesondere unsere Frage vom Anfang beantworten. Es ging um die weiße Fläche unter der Parabel. Die erhält man, wenn man von der Fläche des Quadrates die graue Fläche subtrahiert. Von dieser wiederum nehmen wir das obere linke Dreieck weg, das die Hälfte des Quadrats ausmacht. Der verbleibende graue Rest ist ein Parabelsegment, wie auf der letzten Folie. In das legen wir nun ein Dreieck, wie es Archimedes konstruierte. Die gesuchte weiße Fläche ist dann die Quadratfläche abzüglich der großen Dreiecksfläche abzüglich 4/3 der kleinen Dreiecksfläche. Und alle diese Flächen lassen sich elementargeometrisch leicht berechnen. Natürlich kommen wir auch so auf 1/3. Auch ohne Analysis und Integrale wusste Archimedes also bereits, wie das geht. Wir wollen nun einen Eindruck davon bekommen, wie Archimedes seine Aussage über Parabelsegmente bewies. Dazu vorab eine kleine Überlegung über Dreiecksflächen. Verbindet man die Ecke mit dem Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite, nennt die Länge der Verbindung h sowie die Ausdehnung des Dreiecks rechtwinklig zu dieser Verbindungslinie w, so ist die Fläche des Dreiecks die Hälfte von w mal h. Das lässt sich wohl am einfachsten mit einer Scherung begründen, deren Achse durch die Verbindungslinie von eben geht. Scherungen ändern Flächen nicht und für das untere Dreieck ist 1/2 mal w mal h einfach die bekannte Grundseite-Höhe-Formel. Damit kehren wir zurück zu dem Dreieck im Parabelsegment. Auch hier schummeln wir wieder ein bisschen und arbeiten mit Koordinaten, während der gute alte Archimedes sich mit Zirkel und Lineal begnügen musste. Wir können die Fläche des Dreiecks nach der Formel von der letzten Folie in Abhängigkeit von x und y ausrechnen. Wir sehen, dass die Fläche bis auf einen Vorfaktor die dritte Potenz des Abstandes y minus x ist. Archimedes Idee war nun, die beiden Parabelsegmente, die man hier als weiße Flächen sieht, erneut derselben Behandlung zu unterziehen. Er legte dort also entsprechende Dreiecke hinein. Weil die beide jeweils die Hälfte der horizontalen Ausdehnung des großen Dreiecks haben, folgt aus der Formel, die rechts noch steht, dass sie jeweils 1/8 von dessen Fläche haben müssen. Insgesamt ist somit 1/4 an Fläche hinzugekommen. Und mit den jetzt
4 Parabelsegmenten können wir dasselbe machen und so weiter. In jedem Schritt kommt ein Viertel der vorher hinzugefügten Fläche dazu. Wir wissen natürlich, was passiert, wenn wir ein Viertel von einem Viertel und immer so weiter addieren. Es handelt sich um die geometrische Reihe, deren Wert ein Drittel ist. Addiert man das zu 1 dazu, kommt man auf den Faktor 4 Drittel aus Archimedes' Aussage über die Flächen von Parabelsegmenten. Aber zur Zeit von Archimedes gab es so etwas wie Reihen noch nicht. Auch hier ging er streng geometrisch vor. Teilt man ein Quadrat, so wie hier, horizontal und vertikal jeweils in Hälften auf, so erhält man 4 Viertel. Mit dem oberen Quadrat machen wir das erneut. Das kleine dunkelblaue Quadrat hat nun ein Viertel der Fläche des großen dunkelblauen. Und auch diesen Prozess können wir beliebig oft wiederholen. Jedes dunkelblaue Quadrat hat ein Viertel der Fläche seines Vorgängers. Gleichzeitig gehören zu jedem dunkelblauen Quadrat aber 2 hellblaue derselben Größe. Damit ist klar, dass die dunkelblauen Quadrate ein Drittel der Gesamtfläche des Ursprungsquadrates ausmachen. Für den vollständigen Beweis fehlt noch etwas, das wir heute die Abschätzung des Fehlers nennen würden. Wenn wir ein Dreieck in ein Parabelsegment legen, dann bleibt eine Restfläche, die in dieser Skizze grau ist. Archimedes konstruierte nun ein Rechteck, dessen eine Seite die Sehne ist und dessen gegenüberliegende Seite auf der Tangente liegt. An dem sieht man sofort, dass das Dreieck die Hälfte der Rechtecksfläche einnimmt. Darum kann die graue Restfläche höchstens so groß wie das Dreieck sein und ist normalerweise sogar deutlich kleiner. Weil die Dreiecksflächen in jedem Schritt geviertelt werden, gehen sie gegen Null. Daher geht auch die Restfläche gegen Null. So würden wir das jedenfalls heute ausdrücken. Im antiken Griechenland hätte man das nicht so formuliert, weil es das Konzept eines Grenzwertes nicht gab und weil jegliche Form aktualer Unendlichkeit undenkbar war. Alle Argumente, die akzeptiert werden sollten, mussten nicht nur geometrisch, sondern auch finitistisch sein, wie man heute sagen würde. Archimedes war ein Meister der sogenannten Exhaustions- oder Ausschöpfungsmethode, mit der man solche finitistischen Beweise in Situationen führen konnte, in denen uns Menschen des 21. Jahrhunderts sofort Grenzwerte einfallen. Typischerweise wird bei dieser Methode mit einem doppelten Widerspruch gearbeitet. Man will auf einen gewissen Wert hinaus und zeigt, dass die Annahme, das Ergebnis sei kleiner bzw. größer als dieser Wert, jeweils auf einen Widerspruch führt. Dann bleibt nur noch das gewünschte Resultat übrig. Im konkreten Fall nimmt man zuerst an, die Fläche des Parabelsegmentes sei kleiner als 4 Drittel der Dreiecksfläche. Archimedes' Beweis führt das dadurch ad absurdum, dass er eine Ausschöpfung mit Dreiecken angibt, die diese Fläche übertrifft. Dann nimmt man an, der wahre Wert sei größer als 4 Drittel der Dreiecksfläche. Mithilfe der Fehlerabschätzung der letzten Folie kann man auch daraus einen Widerspruch konstruieren. Archimedes' Satz ist damit bewiesen und der Beweis würde sogar den strengsten Intuitionisten überzeugen. Es gibt nur einen Haken. Der Beweis demonstriert, dass der Faktor 4 Drittel richtig ist, aber aus ihm lernt man nicht, wie man auf 4 Drittel kommt. Das gleiche Problem hatten die späteren Mathematiker auch mit den Volumenberechnungen von Archimedes. Er hatte makellose Beweise geliefert, aber man wusste nicht, wie er auf das, was er da bewiesen hatte, gekommen war. Nennenswerte Fortschritte bei der Berechnung von Volumen und Flächen gab es erst wieder im 17. Jahrhundert. Erwähnenswert ist dabei insbesondere das nach dem abgebildeten Mathematiker Bonaventura Cavalieri benannte Prinzip. Damit konnte man beispielsweise die Berechnung von komplizierten Flächen wie der rechten auf die von einfachen Flächen wie der linken zurückführen. Das Prinzip funktionierte folgendermaßen. Die beiden Flächen sind gleich, wenn man sie wie in der Skizze durch 2 parallele Geraden einschließen kann und alle dazu parallelen Geraden aus beiden Flächen gleich lange Stücke herausschneiden. Das ist also so gemeint, dass die beiden Strecken gleicher Farbe jeweils dieselbe Länge haben und dass das auch für alle anderen entsprechend gebildeten Streckenpaare gelten würde. Das Prinzip ließ sich analog auch auf Volumen anwenden. In diesem Fall mussten Scheiben wie die hier angedeutete jeweils dieselbe Fläche haben. Diese Scheiben bzw. im zweidimensionalen Fall die Strecken nannte Cavalieri indivisible. Er bezeichnete sie also als unteilbar. In heutiger Terminologie würde man sagen, dass seine Indivisiblen in Relation zu der zu messenden Figur die Kodimension 1 hatten. Zur Ermittlung von zweidimensionalen Flächen verwendete er eindimensionale Strecken und für dreidimensionale Volumen benutzte er zweidimensionale Scheiben. Das Prinzip funktionierte, lieferte neue Resultate und wurde von anderen Mathematikern übernommen. Allerdings blieb Cavalieri einen Beweis dafür schuldig, wieso es funktionierte. Er redete etwas schwammig von allen Strecken oder allen Scheiben, die zusammen die Fläche bzw. das Volumen ausmachen würden, aber er stand damit vor derselben Frage, vor der schon die alten Griechen gestanden hatten, ohne zu einem Ergebnis zu kommen,
Wie kann eine Ansammlung von Objekten ohne Ausdehnung durch Aneinanderfügen auf einmal zu einer ausgedehnten Figur werden? Mehr zu solchen Fragen in meinem Video zum Kontinuum. Wir werden uns nun anschauen, wie man mit dem Cavalieri-Prinzip die Fläche unter der Parabel berechnen könnte, die man natürlich damals dank Archimedes schon kannte. Allerdings wird diese Herangehensweise eher eine Intuition dafür vermitteln, warum das herauskommt, was herauskommt. Wir fügen dazu eine Dimension hinzu und verschieben die Parabel längs der neuen Achse um eine Einheit. Und wir behaupten, dass die gesuchte Fläche das Volumen dieser dreidimensionalen Figur ist. Warum das stimmt, kann man auch mit dem Cavalieri-Prinzip begründen. Nehmen wir an, wir hätten die gesuchte graue Fläche links bereits ermittelt und sie als das graue Rechteck rechts dargestellt. Da die Grundseite dieses Rechtecks die Länge 1 hat, entspricht seine Fläche seiner Höhe. Gleichzeitig entspricht diese Höhe aber auch dem Volumen des Quaders rechts, denn dessen Grundfläche ist ein Quadrat mit der Seitenlänge 1. Und dieses Volumen stimmt mit dem Volumen unserer Figur links überein, weil alle Scheiben parallel zu den grauen Seiten dieselbe Fläche haben. Es reicht also, das Volumen links zu ermitteln. Dazu betrachten wir die Pyramide, die wir hier sehen. Die dicke dunkelblaue Linie entspricht im Zweidimensionalen der Identität, also der Funktion, die x auf x abbildet. Und das quasi aus hellblauen Ziegeln bestehende Dach steht senkrecht auf der grauen Fläche und ist kongruent zu ihr. Wir werden nun begründen, warum die beiden Körper, die wir hier sehen, dasselbe Volumen haben. Dazu verwenden wir natürlich Cavalieris Indivisible und schneiden an einer beliebigen Stelle x eine Scheibe heraus. Links hat die Grundseite der rechteckigen Scheibe immer die Länge 1 und die Höhe ist x², denn wir haben es mit einer Parabel zu tun. Die Fläche des Rechtecks ist folglich x². Schneiden wir rechts an derselben Stelle eine Scheibe heraus, dann erhalten wir nach Konstruktion ein Quadrat mit der Seitenlänge x, also ebenfalls mit der Fläche x². Nach dem Cavalieri-Prinzip haben beide Körper dasselbe Volumen. Nun müssen wir noch das Volumen der Pyramide berechnen. Das ist aber eine recht simple geometrische Übung. Wir verdoppeln die Pyramide durch Spiegelung und dann sehen wir, dass wir durch ein drittes Exemplar der Pyramide insgesamt einen Kubus der Seitenlänge 1 erhalten. Eine Pyramide hat also das Volumen 1/3. Wenig überraschend erhalten wir denselben Wert, den wir schon zweimal berechnet haben. Aber eben anders als vorher, nämlich mit Hilfe der seltsamen Indivisiblen von Cavalieri. Aber im Endeffekt waren diese Objekte nur heuristische Hilfsmittel, auf denen sich keine tragfähige mathematische Theorie aufbauen ließ. Evangeliste Torricelli, ein Landsmann von Cavalieri, erkannte deren Probleme wohl als erster. Man kann das anhand eines Rechtecks demonstrieren. Der Einfachheit halber ist dieses hier eines, dessen eine Seite genau doppelt so lang wie die andere ist. Durch die Diagonale wird das Rechteck in zwei Dreiecke zerlegt, die offensichtlich dieselbe Fläche haben. Die Skizze deutet nun an, wie wir beide Dreiecke in Indivisible unterteilen können, die man paarweise einander zuordnen kann. Aber die Strecken im oberen linken Dreieck sind jeweils doppelt so lang wie die im anderen Dreieck. Müsste nach dem Cavalieri-Prinzip das untere rechte Dreieck nicht nur halb so groß sein? Aber das wäre natürlich Unsinn. Torricelli hatte die grundsätzlich richtige, aber etwas vage Idee, den Indivisiblen einer Art Breite zuzuordnen. Das dreidimensionale Bild, das wir vorhin gesehen haben, würde dann so wie hier aussehen. Aber welche Breite sollte das sein? Einen normalen endlichen Wert konnte man nicht nehmen. Torricellis Ansatz wurde unter anderem von den Engländern Isaac Barrow links und John Wallis rechts ausgebaut. Sie ersetzten das Konzept der ausdehnungslosen Indivisiblen durch solche, die eine infinitesimale Breite hatten. Das war der Ausgangspunkt der modernen Analysis. Die begann zwar erst richtig mit Leibniz und Newton, dessen Lehrer Barrow übrigens war, aber grundlegende Konzepte dafür waren, wie wir hier sehen, schon vorhanden. Neue Mathematik entsteht ja nie im luftleeren Raum. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Indivisiblen von Cavalieri, auf die sich Barrow und Wallis auch bezogen, ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung waren. Mehr zur weiteren Entwicklung in meinem Video über Nichtstandardanalysis. Und jetzt springen wir wieder ein paar Jahrhunderte zurück. Im Jahr 1204 zerstörten christliche Kreuzfahrer große Teile von Konstantinopel. Dabei wurden auch viele Bibliotheken geplündert oder einfach verbrannt und unzählige wertvolle Schriften, oft Unikate, gingen für immer verloren. Dazu gehörten auch Abschriften antiker griechischer Dokumente. Zumindest eines hatte dieses Ereignis jedoch überstanden, war über Umwege irgendwann wieder nach Konstantinopel, das inzwischen Istanbul hieß, zurückgekehrt und lag dort nun in einer Kirchenbibliothek. Dort wurde es,
1906 von dem dänischen Mathematikhistoriker Johann Ludwig Heiberg entdeckt und teilweise abfotografiert. Es handelte sich unter anderem um eine Kopie eines Briefes, den Archimedes an Eratosthenes geschrieben hatte. Diese Abschrift stammte aus dem 10. Jahrhundert, war also auch schon gut 1000 Jahre älter als der Brief selbst. Wie es im Mittelalter leider üblich war, war daraus ein Palimpsest geworden. Das heißt, der Originaltext wurde im 13. Jahrhundert abgeschabt, damit man das wertvolle Pergament erneut beschreiben konnte. Zum Glück war man dabei nicht besonders gründlich vorgegangen, sodass der ursprüngliche Text größtenteils noch zu lesen war. Wenn man genau hinschaut, kann man das auf dem Foto hier sehen, weil die beiden Texte rechtwinklig zueinander verlaufen. Übrigens verscholl der Palimpsest erneut und tauchte erst Ende des 20. Jahrhunderts bei einer Auktion in New York wieder auf. Dort ersteigerte es anonym ein amerikanischer Millionär und stellte es einem Museum in Baltimore zur Verfügung, wo dem Dokument dann mit modernster Technik noch weitere Geheimnisse entlockt wurden. Texte, die seit vielen Jahrhunderten niemand gesehen hatte. Der erwähnte Brief ist für die Geschichte der Mathematik besonders interessant, weil er die Frage vom Anfang des Videos beantwortet. Wie kam Archimedes auf seine Ergebnisse? Archimedes beschreibt freimütig, wie er zunächst mit heuristischen Methoden arbeitete und dann anschließend erst strenge mathematische Beweise entwickelte. Er dürfte damit der erste Mathematiker gewesen sein, der anhand seiner eigenen Arbeit den Unterschied zwischen dem Ergebnis und dem Weg dorthin, also zwischen Logik und Intuition, verdeutlichte. Ein wichtiger Baustein war für Archimedes die Mechanik, in der er selbst auch Pionierleistungen vollbracht hatte. Unter anderem stammt von ihm auch die erste korrekte Formulierung des Hebelgesetzes. Das werden wir gleich brauchen. Sie erinnern sich vielleicht aus der Schule noch. Eine Wippe wie in dieser Skizze ist im Gleichgewicht, wenn die Drehmomente auf beiden Seiten gleich sind. Die ergeben sich als Produkt der Kraft mit dem Abstand vom Drehpunkt. Hier können sich beispielsweise eine 80-Kilo-Kugel und eine 10-Kilo-Kugel die Waage halten, weil die große Kugel 8-mal dichter am Drehpunkt als die kleine ist. Um Archimedes' Idee für die Quadratur der Parabel zu verstehen, arbeiten wir wieder, anders als er damals, mit Koordinaten. Im dreidimensionalen Raum stellen wir uns die lange horizontale Achse als Wippe vor, deren Drehpunkt der Nullpunkt ist. Auf die eine Seite der Wippe stellen wir das Parabelsegment, dessen Fläche wir ermitteln wollen, und zwar rechtwinklig zur Wippe und im Abstand 1 vom Ursprung. Wenn wir die Fläche mit Masse bzw. Gewichtskraft identifizieren, dann wirkt wegen des Faktors 1 auf der rechten Seite also ein Drehmoment, das der Fläche entspricht, um die es uns geht. Auf die andere Seite der Wippe stellen wir ein gleichschenkliges Dreieck, in der Art, wie man es hier sieht. Es beginnt am Nullpunkt, hat die Grundseite 1 und die Höhe 1. Archimedes behauptet nun, dass die Wippe damit im Gleichgewicht ist. Warum ist das so? Schauen wir uns dafür eine senkrechte Linie in der rechten Figur an, die den Abstand x von der Achse hat. Wegen der Parabelform hat sie die Höhe x². Und Archimedes argumentiert, dass diese Linie x² zum Drehmoment beiträgt. Wählt man im gleichen Abstand x eine Linie in der linken Figur, dann hat die nach Konstruktion die Höhe x und damit das Drehmoment x mal x, also tatsächlich dasselbe wie die Linie rechts. Man beachte aber, worauf Archimedes' heuristische Argumentation hier basiert. Er betrachtet eindimensionale Strecken und ordnet ihnen eine Masse bzw. Gewichtskraft zu, die ihrer Länge entspricht. Er macht genau das, was auch Cavalieri mit seinen Indivisiblen gemacht hat. Nur hat er das eben schon 2000 Jahre früher gemacht. Wenn man davon ausgeht, dass das Cavalieri-Prinzip ein wichtiger Anschub für die Entwicklung der Analysis war, dann kann man an dieser Stelle trefflich spekulieren, wie alles hätte anders und vor allen Dingen schneller verlaufen können, wenn die Mathematiker der Renaissance den Brief von Archimedes schon gekannt hätten. Aber dessen Inhalt bekam die Öffentlichkeit ja erst über 200 Jahre später zu Gesicht. Beenden wir noch schnell den Gedankengang. Die Drehmomente auf beiden Seiten sind gleich. Die Fläche des Dreiecks links ist offensichtlich 1/2, aber wie berechnet man das Drehmoment links? Dafür braucht man den Schwerpunkt, weil man dann so rechnen kann, als wäre die gesamte Masse in diesem Punkt konzentriert. Das war aber eine der leichtesten Übungen für Archimedes, denn das hatte er auch alles schon einmal hergeleitet. Der Schwerpunkt ist, wie hier grafisch angedeutet, der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden des Dreiecks. Und man überzeugt sich leicht, dass der horizontale Abstand des Schwerpunkts den Abstand 2/3 vom Drehpunkt hat. Multipliziert mit der Dreiecksfläche 1/2 ergibt das 1/3 und wir haben damit zum letzten Mal heute dasselbe Ergebnis herausbekommen.